Meine Besten, ich bin sehr vorbei, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Kanal. Heute haben wir wieder ein richtig nices Video zur neuen Serie von Panini. Beziehungsweise ist nicht eine ganz neue Serie, ist eine Update-Serie. Und zwar, wie ihr schon seht, das ist die Update-Serie der Panini Adrenalin 2021 Serie FIFA 365. Sehr, sehr geil. Allein, ja, ein Display, das Starter-Pack. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen was anderes. Und allein hier diese grellgrünen Farben sieht schon sehr, 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 sehr cool aus. Und an der Stelle erstmal vielen Dank natürlich an Panini, die uns die Sachen hier direkt zum Release zugesendet haben, damit wir sie euch präsentieren können. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch die Karten selber zu bestellen. Der Link ist der erste in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zum Panini Shop und da könnt ihr im Moment richtig geile Bundles bekommen, direkt bestellen und dann bekommt ihr es nach Hause geliefert. Und einmal gibt es hier diese Alben. Ich glaube, es gibt kein sozusagen Starter-Pack, was verpackt ist, sondern es gibt nur diese Alben. Aber die sind richtig nice. Das sind Mini-Alben. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber das ist ein Display. Und das Album ist ungefähr genauso groß. Und hier ist jeweils Platz für 4 Karten auf einer Seite anstatt den 9 normal. Weil es natürlich ist eine Update-Serie, deswegen ist das eine bisschen kleinere Serie als die normale. Ihr habt hier, hol ich mal raus, habt ihr... wie man es gewohnt ist, auch diese Sticker, die könnt ihr euch auf die Seiten kleben, damit ihr halt die Karten einfacher einsortieren könnt. Es gibt 64 Base-Karten, dann 84 Special-Karten mit Impact-Signings, Captain-Karten, Magicians, 12 Gold-Winter-Stars und es gibt 4 Top-Master. Da bin ich mal gespannt, wen es da das gibt. Und ja, hier ist die Checkliste. Also könnt ihr ja kurz gucken, wen es da alles gibt. Ich sehe schon Jude Bellingham für Borussia Dortmund zum Beispiel. Also viele neue Spieler, viele neue Karten. Und hier sind auch die Special-Karten, glaube ich. Ja, also sehr, sehr nice. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Hier ist nochmal, wie man online spielt, glaube ich. Ja, das war das Album. Und ich habe ja eben schon angesprochen, ihr bekommt ganz gute Deals im Moment bei Panini. Und es gibt natürlich auch wieder neue Limis zum Sammeln. Und da habe ich ein paar neue für euch vorgestellt, die ihr online im Panini Shop ja, bekommen könnt zu bestimmten Bundles. Deswegen direkt mal abchecken. Und das macht halt am meisten Sinn, wenn ihr am Anfang der Serie seid, dass ihr euch gleich die Bundles holt, um die ganzen Limits noch dazu zu bekommen. Hier haben wir einmal Serginho Dest von Ajax zu Barca gewechselt im Sommer. Gibt es hier jetzt als Limi. Dann Weston McKennie von Schalke zu Juve gewechselt. Also hier, ich weiß gar nicht, manche, ja, viele sind schon, glaube ich, auch Transfers gewesen. Weston McKennie, sehr nice, den jetzt bei Juve. Dann natürlich nur Leroy Sané für die Bayern und die sieht natürlich auch sehr, sehr nice aus. Die Karten haben wir Rodrigo, das ist kein Neuzugang, oder nicht, zumindest nicht im Sommer, glaube ich, für Real. Dann Diego Jota für Liverpool und Donny van de Beek für Manchester United. Also das sind die neuen sozusagen normalen Limis, 6 Stück habe ich hier. Und das ist natürlich nicht alles, es gibt auch noch XXL Limis. Schaut euch das an, Erling Haaland als XXL-Limi und hier seht ihr den Vergleich der Größe, das ist die normale Kartengröße, das ist die XXL-Limi, sehr, sehr geil, also ich feiere das sehr krass, es gibt 4 Stück davon sogar, aber 4 Stück habe ich hier und das sind die absoluten Stars, das ist natürlich Erling Haaland, dann, wer darf nicht fehlen, Lionel Messi natürlich und hier teilweise so glänzend, teilweise matt der Hintergrund. Sehr schön gemacht. Dann gibt es noch einen Kylian Mbappé. Die haben hier alle 100 Angriff, glaube ich, so wie ich sehe. Und natürlich noch Cristiano Ronaldo für Juventus Turin. Also das sind die Limis, die ihr in den Bundles im Panini Shop bekommen könnt. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Kommt ihr direkt dahin und unterstützt uns gleichzeitig noch. Ich mache mal hier die Sticker wieder rein, damit ich sie nicht verliere. So. Und dann können wir das Album auch zur Seite legen kurz und dann kommen wir endlich zu den Karten. Aber natürlich zum ersten Video einer neuen Serie müssen ein paar Hintergrundinfos natürlich her. Das ist das Display, hier natürlich noch versiegelt von Panini. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus.
Hier, das sind die Preise in Deutschland. 1 Euro wieder, glaube ich. 36 Packs pro Displaybox. So sieht das Ganze aus. Hier mit den grünen oben. Also sehr, sehr nice. Unsere Coverstars: Jadon Sancho, Vinicius, Sané, Thiago und Suarez. Also, dann cutte ich mal das Seal und dann öffnen wir jetzt alle 36 Päckchen. Am Anfang gucken wir uns die Karten natürlich kurz an. Später werden wir da ein bisschen schneller. Komme ich das cool hin? Hier. Dann sieht das Ganze nochmal cooler aus. Und natürlich habe ich es nicht hinbekommen. Das ist jetzt natürlich, man muss dafür Ruhe nehmen. So, halbwegs gut. Kann ich es jetzt hier reinstecken? Hier in der Seite, ich weiß nicht. Also, dann sieht es hier ganz nice aus. Ihr seht es wahrscheinlich so nicht, also egal. Also, wir schauen uns das Ganze an. So sehen die Päckchen aus. Wieder mit den gleichen Spielern, wie wir auf dem Display gesehen haben. So von hinten. Und da haben wir die Odds. Also 148 Karten insgesamt. Fanskarten in jedem Päckchen. Starspiel in jedem zweiten. Power in jedem zweiten. Gold in jedem vierten. Und die Rare in jedem 15. Das heißt ungefähr zwei Rares, zwei Topmaster in so einem Display. Sehen nice aus. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der ersten Päckchen. Und da haben wir gleich einen richtig guten Youngster, Gio Reyna für Borussia Dortmund. Karten sehen nice aus. So von vorne. Von hinten ganz normal. Hier könnt ihr, gibt es natürlich auch wieder Codes. Für das Online-Game könnt ihr hier euch schnappen. Gio Reyna, unsere erste Base-Karte, unsere erste Teammate-Karte. Dann haben wir einen Impact Signing. Die so einen richtig nicen Glitzer-Effekt haben, so Glitter-Effekt. Dann auch. Boah, die sieht auch schick aus. Sergio Ramos. Captains-Karte. Also Panini hat sich natürlich wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die Karten sehen sehr, sehr schön aus. Dann haben wir Nabil Bentaleb für Schalke. Lento Paredes und Alex Sandro hier in dem coolen orangen Trikot für Juventus Turin. Ich glaube, ich reiße hier mal so eine Seite vom Display ab, weil sonst ist die mir immer im Weg, wenn ich die Karten hinlege. So, also, das war jetzt das erste Pack. Mal gucken, wen wir noch bekommen können. Da haben wir Luke Shaw für Manchester United. Dann haben wir Douglas Costa, Impact Signing. Die haben anscheinend verschiedene Farben, je nachdem wahrscheinlich welche Position sie haben. Dann umgedrehte Karte und es ist die erste Magicians-Karte. Angelo Araos hier für Corinthians. Coole Karte. Ich dachte, umgedreht vielleicht ist ein Topmaster schon, aber auf den müssen wir noch warten. Danilo. Gagliardini und Thomas Delaney. Nächstes Pack. Da haben wir Franco Soldano. Den nächsten Impact Signing. Ruben Dias. Ich glaube, alle Fans sind Fanskarten sind Impact Signings. Das heißt ein pro Pack. Jordan Henderson. Nächste Captains Karte. Sehr schick. Noch eine umgedrehte Karte. Noch eine Magicians, also drei Special Karten in einem Pack, sehr, sehr nice. Frankie de Jong, Magician. Pedri, sehr cool. Und Zinchenko, also ein paar gute Youngster sind dabei, für die, die ganzen Rookies und Youngster sammeln. Ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nemanja Matic. Dann haben wir Impact Signing Luis Suarez. Dann Captain Manuel Neuer. Also lila für Toyota sehen auch nice aus. Noch eine Special Karte, das ist die. Was steht da? Winterstar. Winterstar Neymar. Ich dachte schon ganz Gold, das ist ein Topmaster, aber. Das ist der Winterstar. Und hier haben wir. Ist es eine normale Karte gewesen? Ich weiß gar nicht. Hier, also plus 10 Upgrade bekommen, Winterstar. Coole Idee. Dann noch die beiden. So. Coole Idee, mit dieser Update Edition gab es ja schon in den vergangenen Jahren auch teilweise. Lucas Hernandez für die Bayern, dann Andreas Pereira, Captain Fernandinho für City. Noch eine umgedrehte Karte, das ist wieder ein Winterstar, Sergio Aguero. Und die sind ganz interessant, weil die sind einmal so goldschimmernd und dann haben die aber trotzdem noch den Cracked Ice Effekt im Hintergrund.
Also sehr schicke Karten. Gagliardini und Gonzalo Paciencia für Schalke. Die Leihgabe von Frankfurt. Dann beginnen wir gleich mit der Special-Karte. Impact Signing Leroy Sané. Dann haben wir Guillermo Okoa, Captain. Umgedrehte Karte. Das ist ein Magician. Frankie de Jong, der hatten wir schon. Petri, Jean und Diallo. Dann haben wir Rodrigo, den wir als Limi schon gesehen haben, jetzt Basiskarte. Alessandro Florenzi als Impact Signing. Dann, Topmaster, Leute. Topmaster Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne für Manchester City, unser erster Topmaster. Ich finde das Design auch sehr, sehr nice von den Topmastern. Und ja, sehr, sehr cool. Unser erster Topmaster, da haben wir noch Fabinho, Martin Ødegaard und Ousmane Dembélé. Also, wie gesagt, im Schnitt sollte man zwei Stück ungefähr bekommen, zwei bis drei. Dann John Stones. Ich finde cool, dass sie auch teilweise die Spieler hier in auswärts oder dritten Trikot haben, hier mit dem dritten Trikot von City. Sehr, sehr schick. Dann Federico Chiesa. Impact Signing. Und die nächste Topmaster-Karte, Back-to-Back-Topmaster, Kevin De Bruyne und Kylian Mbappé. Also, sehr, sehr geil. Ich hoffe, das bedeutet, dass wir drei Stück in dem Display haben. Wie gesagt, für den Odds ja 2 bis 3. Ja, mal schauen. Also, wir werden, wie gesagt, das Ganze öffnen. Ich versuche, Tempo ein bisschen zu erhöhen, damit wir auch durchkommen. Schneller, aber sehr, sehr nice. Lucas Torreira. Dann Jadon Sancho, Magician. Sehen auch sehr cool aus. Ich weiß noch, bei der normalen Serie, als ich die jetzt erstmal gesehen habe mit dem Effekt, sah es aus, als hätten die Kratzer gehabt, aber das ist halt der ganze Effekt ist schon ganz cool. Balerdi, Keita und Llorente. Dann machen wir weiter mit Renier. Die Leihgabe von Real an Dortmund hat jetzt noch nicht so viel gespielt. Da haben wir Trincão, der Youngster, kam von Braga zu Barca vor der Saison. Sehr gut. Und Ansu Fati. Winterstar Fati. Sehr, sehr cool. Hier mit seiner Basiskarte und dann die Winterstars Upgrade-Karte. Sehr geil. Also 76 bei normalen gab es jetzt 86. Sehr cool. Balerdi, Keita und Roca für die Bayern. Also hier natürlich die Namen sind wieder groß. Gute Youngster auch dabei. Ich glaube, die Fatih ist auch eine sehr, wird auch eine sehr beliebte Karte sein. João Felix, Leroy Sané, Marco Reus. Boah, mit dem Gelb-Gold so. Sieht schon nicht schlecht aus. Nochmal Jadon Sancho, Magician und zwei Bits. Geht auf jeden Fall einen Daumen aufs Video. Also wie gesagt, direkt zum Release hier das Video von uns. Marc Uth. Und wir haben noch mehr Päckchen. Also wenn es gut bei euch ankommt, machen wir bald das nächste Video. Und dann irgendwann natürlich auch ein Mappen-Update. Dann zeigen wir euch unser Album Anthony. Dann Koke, Herrera, Nagatomo und Schurz. Ich glaube, mit so einem Display kommt man schon ziemlich weit in der Serie. Also, wir werden mal schauen, was wir so alles bekommen. Dann haben wir Kudus, Florenzi, Luis Alberto für Lazio, Herrera, Tolisso und Benedetti. So, Alvaro Morata für Juve, dann haben wir Trincao, Sinan Lulic für Lazio, der Kapitän, Perisic, Thomas Lemar und Alexis Sanchez. Ich mache mal Päckchen schon auf, dann die Kamera nicht so viel Stress mit dem Fokus. Michael Cousins, ich glaube Leihgabe von den Bayern an Marseille. Weil ich jetzt nicht so wirklich verfolgt habe, wie gut der da spielt. Ich habe gesehen, dass er da seine Einsätze teilweise bekommt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der da komplett voll überzeugt. Können ja mal die Marseille-Fans in die Kommentare schreiben. Dusan
Stalic Captain. Noch eine umgedrehte Karte. Das ist Sebastian Cordova. Magician. Perisic, Adrian und Tolisso. Dann Lucas Hernandez. Hakimi Impact Signing. Und Marcus Rashford. Auch der spielt bisher eine starke Saison. ManU spielt oben mit in der Premier League. Dann Minamino, Ashley Young und Verpiss. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Tabellenstand ist. Zuletzt war es aber zwischen United und City ziemlich eng. Die hatten aber auch nie so gleich viele Spiele. Deswegen war es ein bisschen schwer so zu bewerten. Dann haben wir Benjamin Stambouli, dann Pereira. Umgedreht haben wir Robert Lewandowski, der natürlich wieder eine kranke Saison spielt. Weltfußball geworden. Völlig verdient. Und ja, also der hat sich das Upgrade auf jeden Fall verdient. Und mal schauen, ob er den Tore-Rekord von Gerd Müller brechen kann. Miralem Pjanic, Marco Reus. Noch eine Special-Karte, das ist Trent Alexander-Arnold, Magician. Bailey, Savic und Alex Sandro. Da ist nächstes Rodrigo. Dann haben wir Kolarov für Inter. Wir haben Kapitän Omar Mascarell für Schalke. Dann Isco, Carrasco und Paciencia. So, dann haben wir Renier. Wir haben Moise Keane, Leihgabe für PSG. Dann Marco Verratti, nächstes Mal PSG. Dann Jesse Lingard, Asensio und Marc Roca. Der den sozusagen entscheidenden Elfmeter eigentlich gegen Kiel verschossen hat. Für die, die es gesehen haben, wissen Bescheid. Wesley Hood, dann Hakimi. Eden Hazard, sehr cool. Magician, Gray. Paredes und Delaney. Und das ist nicht die einzige neue Serie, die im Panini Shop jetzt erhältlich ist. Ihr könnt euch auch die Serie A Sticker jetzt schon bestellen. Dazu wird in den folgenden Tagen noch ein Video kommen. Gio Reyna, da haben wir Kolarov. Leo Messi, sehr geil. Leo Messi, Captain. Bentaleb, Gagliardini und Zinchenko. Leo Messi. João Cancelo, dann haben wir Diego Jota, Impact Signing, wir haben Erling Haaland, auch der hat sich das Upgrade hier auf jeden Fall verdient, Winterstars, Alvaro González, Klaas-Jan Huntelaar, der jetzt noch kurzfristig zu Schalke ist und Mendy. Also, ich bin mal gespannt, bisher hat er noch nicht gespielt für Schalke, aber bei Ajax war er ja am Ende ganz erfolgreich. Luke Shaw, Moise Keane, dann haben wir Sterling und noch eine umgedrehte Karte, das ist Cristiano Ronaldo, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool, Danilo und Jo, oder, ja, Jo, dann haben wir Kudus, dann Nathan Ake für City, Steve Mandanda ist Kapitän bei Marseille, Martinez, Kurzawa, Benedetti. Langsam will die Konstruktion hier von Display nicht mehr. So, da haben wir Franco Soldano, Diego Jota, dann haben wir Cassio als Captain für Corinthians, Pedri, Ødegaard und Labiat. Stapel wird jetzt immer größer, mal gucken, so. Bisschen geordnet, ein paar Päckchen habe ich noch. Ich hole die mal aus dem Display raus. So. Von zur Seite. Die öffnen wir noch. Mal gucken, ob wir noch einen dritten Topmaster finden. Oder ob wir nach denen noch im anderen Display Jagd machen müssen. Danilo Pereira. Dann Florentin Thauvin. Fabinho, Naby Keita und Sergio Díaz. Bei nach dem Topmaster Jagd machen müssen wir sowieso, weil es gibt ja 4 Stück. Ich glaube jetzt nicht dran, dass wir noch 2 bekommen. John Stones, Muriki, Chiellini. Komm, jetzt Topmaster. Nee. Suárez Cerda, Magician.
Valer di Llorente. Da haben wir nochmal Marc Uth, Luis Suarez. Dann, da haben wir doch unseren Topmaster. Drei Topmaster, wir haben die Odds ein bisschen geschlagen. Also es sind 2 bis 3 pro Display. Also sind wir schon dabei. Sehr, sehr cool. Alisson, also Alisson, Mbappé, De Bruyne. Jetzt fehlt vielleicht noch ein Verteidiger. Also ich weiß nicht, ob sie es so machen. Wir haben Torwart, wir haben Angriff, wir haben Mittelfeld. Vielleicht fehlt noch ein Verteidiger. Wir werden dann mal schauen müssen, wen es sonst als vierten noch gibt. Also 4 Stück gibt es. Hernandez, Chiesa, Promes, Perisic, Young und Aves. Apex haben wir noch. Dann Alvaro Morata, Edison Cavani, Eriksen als Magician, Kulusevski, Thomas Lemar und Alexis Sanchez. Dann Stambouli. Wir haben Weston McKennie, also Ex-Schalke, und Mascarell, sein Ex-Kapitän. Dann haben wir noch Salvio, Philippe Coutinho und Otero. Jetzt sind es noch 4 Packs. Dann haben wir John Stones, Donny van de Beek als Impact Signing, dann Vinicius als Winter Star, Cordoba, Savic und Schulz. Also es sind echt viele Karten hier jetzt auf dem Tisch. 3 Packs noch. Marusic, dann Ruben Diaz als Impact Signing und Sergio Ramos als Kapitän. Dann Winterstar, Sadio Mane, Nagatomo und Schurz. 2 noch. Kommen jetzt noch. Ich weiß gar nicht, wen es noch gibt. Aber wir haben noch vorhin Bellingham gesehen. Jetzt noch Bellingham Base, wäre mal nice. Marusic, Muriki, dann haben wir Mandanda, Luis Alberto, jetzt habe ich die falsch dahin gelegt, Eric Bailey und Adrian. Und letztes Päckchen für heute, fürs erste Display, fürs erste Video. Und da haben wir nochmal Marc Uth. Wir haben Sergi Nodest als Impact Signing. Oh, in den roten Hintergrund sehen die schon sehr cool aus. Trent Alexander-Arnold als Magician. Dann Gueye, Paredes und Fares. Also, das war unser Video für heute. Richtig coole Serie, richtig coole Karten. Hat Panini wieder einen richtig guten Job gemacht, würde ich sagen. Ihr könnt aber mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir haben es tatsächlich geschafft, 3 Topmaster in diesem Display zu ziehen, die natürlich auch wieder sehr cool aussehen. Also nicht schlecht. Also mir gefällt es auch mit diesem kleinen Karikatur hier unten von den Spielern. Und ja, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr zum Panini Shop, könnt ihr euch jetzt die Bundles sichern. Und ja, die Serie ist sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei United. Ciao, ciao.